29. September 2019. Direkt aus dem einzig wahren Newsstudio des Schweizer Fernsehens. Das ist dein Late Update mit Michael Elsener. Guten Abend, willkommen zu Late Update. Sehr schön, sind ihr mit dabei. Auch sehr schön, seid ihr mit dabei, heute live im Studio. Mein Talkgast heute Abend ist mein absoluter Lieblingskabarettist, und zwar der Moritz Leuenberger ist hier bei mir. Aber jetzt zuerst reden wir über das, wo die Woche alles abgegangen ist. Und zwar ein Streit zwischen zwei Bankern bei der Credit Suisse. Der Iqbal Khan aus der Geschäftsleitung und der CEO, der Tidjan Thiam, haben bei mir zur Nacht Krach bekommen. Der Iqbal Khan wechselt darum jetzt zu der UBS. Der Tidjan Thiam, der hat dann aber Schiss bekommen, dass der Khan die Mitarbeiter abzügeln könnte und hat darum den Khan mit Detektiven beschatten lassen. Der Thiam hat Detektive beauftragt aus Ottelfingen und die Detektive haben sich auch etwas so benommen wie Detektive aus Ottelfingen. Sie waren beim Beschatten ziemlich dilettantisch. Allerdings der Tidjan Thiam auch. Also, er hat das mit dem Beschatten, glaube ich, komplett falsch verstanden und hat neben dem Grundstück des Khan zwei Bäume gepflanzt. Sorry, zwei Bäume. Also ehrlich, also beim Lohn des Thiam hätte ich schon einen Wald erwartet. Angeblich hat er die zwei Bäume sogar auf die Spesen genommen und im Jahresbericht von der CS abgebucht als Massnahme zur CO2-Reduktion. Auf jeden Fall, was man kann sagen, nach dem ganzen Thiam, der schönes Wortspiel. Ja, bei meinem Gin haben wir es sehr toll gehabt in der Autorensitzung. Der ganze Thriller aus dem Bankenmilieu bei der CS hat international für so viele Schlagzeilen gesorgt, dass Hollywood angekündigt hat, das Ganze sogar zu filmen. Bonjour, Agentant. Hier ist Tidjan Thiam von der CS. Zurzeit wird unsere Kompanie von einem Ex-Mitarbeiter bedroht, Iqbal Khan. Ihr Auftrag ist es, herauszufinden, was Mr. Khan alles gegen uns in die Schild führt. Als Belohnung schenken wir Ihnen ein Sparkonto bei unserer Bank und ein Mietenkredit mit. Auftrag nicht wollen? Ah, die haben jetzt höhere Kontogebühren. Denn die Woche ältere Sperro Münster beklagen sich, dass die Lehrpersonen ihren Kind die süßen Znünis wegnehmen, weil ungesund. Die Lehrer nehmen ein Gumpfbrötchen weg, der Schüler ist das relativ gleich. Ich meine, solange sie uns Joints nicht wegnehmen. Die Schulen haben mit diesen Süßigkeiten am Anfang so viele Probleme, dass sie das Thema auch in die Mathestunden integrieren. Zum Beispiel hier. Der Noah war vor einem Monat 45 Kilo, jetzt ist er 67 Kilo. Wie viele Gumpfbrötchen hat er gegessen? Es ist in den letzten Jahren wirklich ein Problem geworden in den Schulhäusern. Also, die Anzahl Schüler pro Schulklasse ist zwar gleich geblieben, es ist in den Schulzimmern aber trotzdem immer enger geworden. Aber ganz ehrlich, wenn die Lehrer in Sperro Münster das Znüni der Kindsüß finden, das ist doch kein Problem. Also, andere Schulen haben das Problem, dass die Lehrer Kindsüß finden. Ja, wir haben Lehrer im Publikum, die kennen das. Und diese Woche haben wir auch erfahren, warum Dominik Rinderknecht ein so schönes, volles Haar hat. Sie sagt, meine Mähne verdanke ich dem Mond. Ich gehe nach dem Mondkalender und lasse sie seit längerem nur bei zunehmendem Löwen schneiden. Es ist krass, was die Konstellation der Sterne für einen Einfluss auf unseren Haarwuchs hat, oder? Also, so klare Resultate bekommst du eigentlich nur her mit einer Haarspülung aus Veganerblut. Früher hat Dominik ihre Haare ja nur bei zunehmendem Fisch gewaschen. Dann hat sie aber noch immer Schuppen gehabt. Die grosse Story die Woche mit dieser Haare, die hat den Blick gebracht. Er hat so gross über die Haare von Dominik berichtet, dass ihre Freundin Tammy eifersüchtig geworden ist. Sie hat darum kurzerhand am Zurich Film Festival einen Lampenschirm angelegt. Also, ich persönlich, ich muss sagen, ich gehe nicht nach dem Mondkalender, sondern nach dem Bauernkalender. Ich gehe nicht mehr dann zum Coiffeur, wenn der Bauer nebenan schon aufscheren. Aber in puncto Frisur, frage unseren Gesundheitsminister, wie halten Sie es eigentlich mit dem Coiffeur, Alain Berset?
Die Mondkalender, bei mir, es überrascht, aber es funktioniert nicht. Ich gehe zu meinem Coiffeur alle 4 Jahre und, ups, jetzt habe ich fast meinen Mund verloren. Das Problem mit meiner deutschen Grammatik, manchmal es funktioniert nicht und mein Mund schämt sich und er geht weg. Mein Glück bei der Frisur ist, dass meine Haare sich identisch verhalten wie die Krankenkassenprämien. Sie wachsen pro Jahr 0,2%. Danke vielmals. Ara, merci. Wir sind mitten im Wahlkampf. Unsere Politikerinnen und Politiker lieben es darum, gerade Interviews zu geben. Was unsere Politikerinnen und Politiker den Schweizer Journalistinnen und Journalisten erzählen, das kennen wir langsam. Mich hat es darum wundergenommen, was würde es einem deutschen Journalist erzählen? Ich habe darum mit meinem Team zusammen eine deutsche Fernsehproduktionsfirma gegründet und ich habe mich verwandeln in einen deutschen Star-Talkmaster. Und zwar in Frank-Walter Froschmeier. Frank-Walter Froschmeier, den kennt man denn? Frank-Walter Froschmeier. Also, gut, die Schweizer Politikerinnen und Politiker, die Frank-Walter Froschmeier angefragt hat, die haben ihn auch nicht gekannt. Gut, sie haben auch nicht weiter nachgefragt, sie haben sofort zugesagt, Hauptsache Interview. Aber ich meine, es war ja nicht einfach ein Interview bei irgendjemandem, sondern es war ein Interview beim Frank-Walter Froschmeier, einem Star-Talk-Master aus dem deutschen Fernsehen. Und als erstes getroffen hat er die Parteipräsidentin der Grünen, Regula Ritz. Das ist der Showdown im Schokoland. Ja, Frank-Walter Froschmeier trifft die mächtigsten Politikerinnen und Politiker aus der Schweiz. Ja, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, dass ich Leute interviewe nach meiner speziellen Methode Froschmeier. Lass uns gleich loslegen. Genau, machen wir das. Ja. Sie sind toll angezogen, auch die Ringe gefallen mir. Ja, man muss ein bisschen Farbe in die Politik bringen. Das ist toll. Und das Grün ist schon im Namen, da hat es noch ein paar andere dazu. Ja, das Grün erwähnen Sie gleich zu Beginn. Wie wollen Sie den Leuten vermitteln, dass sie wirklich grün sind? Ja, das wissen die Leute, dass sie wirklich grün sind. Wir machen seit vielen Jahren eine ökologische Politik. Also zumindest jetzt in der Recherche ist uns aufgefallen, dass es eigentlich seit diesem Jahr überhaupt erst so wirklich das Grüne auch wichtig geworden ist bei Ihnen. Ja, nein, aber dann haben Sie, glaube ich, falsch recherchiert. Ich bin die Präsidentin der Grünen. Frau Wagner, haben Sie mir das falsch? Ich glaube, sind Sie bei einer, bei welcher Partei sind Sie? Dann haben Sie die Notizen falsch zusammengeheftet. Kann doch nicht sein. Das sind ja nicht... Sie meinen die FDP? Ja. Ja, ich bin die Grüne. Sie sind die Grüne. Haben Sie Fragen für die Grünen? Ja, es ist einfach hinten dran. Also ich mag Grün total. Ich war jetzt gerade im Urlaub auch. Ich war im Regenwald. Also die grüne Lunge eigentlich der Welt. Fangen wir jetzt nochmal an? Oder? Nein, nur zum Sagen, ich mag Grün wirklich. Also nur damit wir wissen, wovon wir reden. Nö, machen Sie auch Urlaub? Also ich war da, es war so eine 4-wöchige Kreuzfahrt in der Karibik und dann konnten wir noch raus und sind da in den Regenwald. Das war echt toll. Ich mache Urlaub vor allem mit den Wanderschuhen hier in der Schweiz. Mit den Wanderschuhen? Ja, in den Bergen. Aber das ist alles so klein, also da kommt man ja gar nicht weg eigentlich. Ich würde Ihnen mal vorschlagen, kommen Sie mal mit auf eine Wanderung im Tessin. Ja. Sie laufen 5 Tage ohne einen Menschen zu sehen. Also ist das jetzt eine Einladung? Also, bitte sehr. Also persönlich, also ich finde das total charmant. Es ist total selten, dass eine Frau gleich so offensiv ist. Ich möchte unser Land natürlich mit seinen Reichtümern und seinen Werten auch... Aber ich soll das nicht persönlich nehmen jetzt. Fangen wir mit dem Interview an? Ja, ich muss kurz noch... Sie sind Präsidentin der Grünen, Sie reiten diese grüne Welle, das sieht man nicht, das ist alles unten. Sie reiten diese grüne Welle derzeit. Was glauben Sie, wie viele Prozentpunkte werden Sie gewinnen können? Also das ist sehr schwierig vorauszusehen, weil die Schweiz ein sehr kleinräumiges Wahlsystem hat, aber die Fakten sind eigentlich klar. Es gibt einen grünen Trend, wir waren die erfolgreichste Partei bei den kantonalen Wahlen in den letzten Jahren. Aber da würde ich jetzt fragen, war die Nutzung der Natur nachhaltig, warum erst jetzt?
Also die Naturnutzung ist das. Es irritiert mich irgendwie ein bisschen. Entschuldigen Sie, ah, ja. Also man sieht es nicht, weil es ist. Also Sie reden ja und man sieht mich nicht, aber ich kann auch. Oder wollen Sie, Frau Wagner? Also, danke. Ich bin aufgrund der Dynamik sehr zuversichtlich. Vor allem sehe ich, wenn ich mit den Menschen spreche, dass sie wirklich etwas ändern wollen, dass sie die Umweltpolitik stärken wollen. Und da werden wir sehen, wie es herauskommt. Ja, ich habe noch. Noch eine Sache, können Sie das noch machen für Social Media? Ich muss das immer. Was ist das? Dass Sie einfach das vorlesen und dass Sie den Text in die Kamera sagen, nochmal für Social Media. Michael L., ach so. Wenn ihr noch mehr von Frank-Walter Froschmeier sehen wollt, bei uns auf Instagram und YouTube seht ihr, was der Frank-Walter Froschmeier mit den Stars auf dem grünen Teppich am Zurich Film Festival alles angestellt hat. Seit dem Rücktritt von Andreas Meyer suchen die SBB einen neuen Chef. Verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten haben sich schon mal in Position gebracht. Ein Kandidat, der für den SBB-Chefposten kandidiert, würde ich euch heute sehr gerne ein bisschen näher vorstellen. Und zwar ist es jemand, den ihr alle kennt. Er ist ein grosser Kenner der Schweizer Politik, und zwar ist es unser Politexperte, der Markus Schaffroth. Ja. Guten Abend, Herr Schaffroth. Guten Abend, Herr Elsener. Jetzt, Herr Schaffroth, Sie steigen als grosser Aussenseiter ins Rennen um den SBB-Chefposten. Was qualifiziert Sie für diesen Job? Meine Spontanität. Und sonst? Ich kann sehr gut Risiken aussetzen. Und was haben Sie denn, was haben Sie für einen Bezug zu der SBB? Ich bin auch schon Zug gefahren. Also, SBB. Ja, das sind natürlich schon mal gute Voraussetzungen für den Job. Könnten Sie es vielleicht noch so ein bisschen persönlicher erzählen? Vielleicht ein bisschen emotionaler? Aha, ja, gut. Das Schienennetz von SBB liegt ja wie ein Spinnennetz auf der Schweiz. Und ich wäre gerne eure Chefspinne. Eure Fatti-Spinnele, eure Tarantula. Herr Schaffroth, ich persönlich ich unterstütze natürlich Ihre Kandidatur von ganzem Herzen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin bei weitem nicht der Einzige. Es gibt ja jetzt die Initiative, dass die Bundesrichter per Los gewählt werden. Und das sollte man meines Erachtens auch ausdehnen auf die Wahl des SBB-Chefs. Und darum braucht es ein breites Feld von Kandidaten. Und wenn jetzt der Markus Schaffroth durchs Los sollte bestimmt werden, kann ich nur sagen, das ist ein herzensguter, ehrlicher Mensch mit einem goldenen Charakter. Und das ist schon sehr viel für einen Chef SBB. Herr Schaffroth, wow, also das ist natürlich toll, so eine Referenz zu haben. Aber jetzt als CEO von der SBB, da also müssen Sie natürlich immer in heiklen Situationen vor den Medien herstehen. Und jetzt, wie gesagt, Sie müssen standfest sein, gerade momentan auch, weil die neuen Dosto-Züge so stark schütteln. Darum, ich würde das SBB-Training gerne unter realen Bedingungen machen. Ich habe Ihnen darum aus dem Fitnessstudio etwas mitgebracht. Steigen Sie doch mal da drauf. Genau, dann würden wir das Medientraining jetzt absolvieren, und zwar unter SBB-Realbedingungen. Ich starte. Sind Sie bereit? Im Bahnhof Olten hat es ein grosses Zugsunglück gegeben. 43 Züge sind ineinander reingefahren. Zum Glück nicht 44. 200 kleinere Bahnhöfe werden definitiv geschlossen. Ja, schade.
Preise für Zugtickets werden massiv erhöht. Ja, ist halt so, ja. Wo steht die SBB in 20 Jahren? Wo steht die SBB in 20 Jahren? Im Stau. Sehr schön, vielen Dank. Markus Schaffroth, schon bald CEO von der SBB. Vielen Dank. Die Bürgerlichen haben bis vor kurzem vom Klimawandel ja nichts wissen wollen. Zum Beispiel auch eine Jet-Set-Lady am Zurich Film Festival. Klimaschutz interessiert mich null. Basta. Klimaschutz interessiert sie null, basta. Aber der Klimawandel ist ein grosses Thema auf der ganzen Welt, auch wieder diese Woche. Bei der UNO in New York hat man über das Klima geredet. In vielen Städten auf der Welt hat es Klimademonstrationen gegeben. Und darum habe ich das Gefühl, hat glaube ich, Irina Beller noch im gleichen Interview dann eine Kehrtwende gemacht. Ich trage echte Pelze und das ist mega gut für Klimaschutz, weil die künstlichen Pelze verschmutzen Umwelt. Ja, so ist das. Eine Kehrtwende machen beim Klima, das liegt im Trend. Lanciert hat der Trend die FDP. Sehr, sehr, sehr viele FDPler haben seit dem letzten Dezember, kann man sagen, eine Kehrtwende gemacht. Nein, und es geht auch nicht um eine Kehrtwende oder etwas. Was? Also, wieso nicht? Wenn wir uns auch in Parteiprogramme hineingehen, ich habe jetzt gerade eins angeschaut, von 79 bis 84, dort steht ganz klar drin, dass sich die FDP für die Umweltpolitik einsetzt. Und ich sage explizit Umweltpolitik, die eben weiter ist wie nur Klimapolitik. Ah, die FDP war schon früher explizit weiter mit ihrer Umweltpolitik. Also darum war die FDP im 84 ja auch gegen die Volksinitiative für eine umweltgerechte Energieversorgung. Und im 94 gegen die Alpeninitiative. Oder im 91 gegen die Förderung des öffentlichen Verkehrs. Oder im 92 gegen die Gewässerschutzvorlagen. Und ich könnte noch ewig so weitermachen. Aber gut, dank der Klimaerwärmung ist das ja jetzt alles Schnee von gestern. Also dem sagt man so, weil früher hat es ja noch Schnee gehabt. Der parteiinterne Klimawandel ist der Petra Gössi auf jeden Fall so wichtig, dass sie sogar eine kollegiale Klimaverschlechterung mit ihrem Vizepräsidenten in Kauf genommen hat. Klimanationalismus ist fehl am Platz. Bei der Klimapolitik braucht es keine grünen Schnellschüsse. Flugticketsteuer ist reiner Populismus. Die FDP-Delegierten haben im Frühling das neue FDP-Klimapapier angenommen. Christian Wasserfaller ist darauf aber prompt als FDP-Vizepräsident zurückgetreten und in die Ferien verreist. Natürlich mit dem Flugzeug. Hashtag Flugstolz. Ja, den Hashtag hat er wirklich gebraucht. Petra Gössi, sie findet jetzt jedenfalls ganz klar den Klimaschutz. Das ist in der DNA vom Freisinn. Mann, wie konnte ich all die Jahre glauben, die DNA der FDP, das bedeutet Fonds, Dividenden und Portfolio? Lass uns in diesem Fall die FDP-Klima-DNA einmal ein bisschen genauer anschauen. Auf den ersten paar Seiten des Klimapapiers der FDP da steht zum Beispiel: Das Ziel erreichen wir nur mit Innovation, Fortschritt und guten Rahmenbedingungen, nicht mit starrer Verbotspolitik. Ja, kein Verbot, weil hey, ich meine, wir sind erwachsen, also das schaffen wir auch ohne. Weil wir sind überzeugt von der Eigenverantwortung. Eigenverantwortung, das Wort kommt im FDP-Klimapapier 10-mal vor. Ja, auf das fahren sie ab wie die Grünen auf Biotofu. So ein Seich. Doch. Zum Beispiel auch da. Staatliche Konsumvorschriften oder gar Einschränkungen haben in einer liberalen Gesellschaft keinen Platz. Eigenverantwortung kann jedoch gerade im Konsumverhalten viel bewirken. Eigenverantwortung ist einfach grossartig. Ich meine, wegen dem geht der Wasserfall ja auch fliegen. Hashtag Flugstolz. Aber ich meine, allen anderen ist klar, Fliegen ist nicht gut für die Umwelt. Und ja, ich meine, darum tun wir ja alle weniger fliegen. Gemäß den Prognosen des Bundes ist bei den Passagierzahlen sowohl in Zürich als auch in Genf und Basel bis 2030 mit einem Anstieg um jährlich 3% und mehr zu rechnen. Okay, also das heisst in dem Fall bis 2030 fast eine Verdopplung der Passagiere. Gut, beim Fliegen ist es vielleicht schwierig mit Eigenverantwortung. Ich meine, das Flugzeug fliegt ja sowieso. Aber ich meine, beim Auto ist es besser. Ja, man kann ja ein kleines kaufen.
2018 haben der Treibstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß der neu zugelassenen Autos zugenommen. Okay, gut, dann essen wir halt einfach weniger Fleisch. Über alle Fleischsorten hinweg wurden 2018 in der Schweiz 5.563 Tonnen mehr Fleisch produziert als im Vorjahr. Wir essen so viel Fleisch, wir sind so fleischverliebt, wir essen sogar schon Servelaglasse. Wir sehen also ganz klar, um das Klima zu schützen, es braucht kein Verbot für niemanden, weil wir haben alle Eigenverantwortung. Ich glaube, Eigenverantwortung. Das funktioniert dann, wenn man es ganz fest daran glaubt. Ja, wenn man es sich immer wieder sagt. Eigenverantwortung. Ja, so ein bisschen wie ein Mantra. Eigenverantwortung, Eigenverantwortung, Verantwortung, eigenverantwortlichem Verhalten. Liebe FDP, ganz ehrlich, ausgerechnet dann, wenn es um unsere Lebensgrundlage geht, alles auf Eigenverantwortung schieben. Also, das finde ich... So ein Seich. Ja, ich weiss, das gehört ihr jetzt nicht gern, aber ich habe das jetzt einfach müssen sagen, weil hey, ich finde, das ist meine... Eigenverantwortung. Viel, viel mehr Eigenverantwortung und kein Verbot. Das ist das Motto der FDP. Die Frage ist, wie funktioniert das im Alltag? Wir haben darum einen Besuch gemacht bei einer typischen FDP-Familie, bei der Familie Schläfli-Kunz zu Uetiken. Ja, also mein Mann ist Jurist. Er hat eine eigene Kanzlei. Er ist also selbstständig. Meine Frau ist auch selbstständig. Sie ist Hausfrau. Nein, lass ihn Ruhe, du Arsch! Das ist der Jules und der Jérôme. Sie sind auch sehr selbstständig. Jetzt machen sie gerade aufzugehen. Papi! Ja. Hast du mir ein Feuerzeug? Müssen wir wieder die Schulheft anzünden? Nein, zum Rauchen. Ja, ist gut. Ja, unsere Kinder rauchen. Verbote und Regeln sind nicht förderlich für eine nachhaltige Entwicklung. Im Gegenteil. Sie töten jede Innovationskraft ab. Es ist wichtig, dass unsere Kinder lernen, selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln. Mami, darf ich eine Muschel? Als Aschenbecher? Nein, für die Mischung machen für den Joint. Oh, Schatz, ich soll zurück in die Kanzlei. Ja, das ist recht. Mach 375 Franken. Was, so viel? 80 zum Morgen, zum Mittag, 60 Schuhe, Binden, Glätten und 235 für den Sex letzte Nacht. Ah ja, der Sex. Ja, meine Frau und ich haben eben unsere Familie in einzelne Profitzentren aufgeteilt. Ein interner Wettbewerb fördert die Effizienz. Also für den Sex zum Beispiel brauchen wir nur noch 5 Minuten. Papi, der verstummt mich. Für was? Räuber und Bulli. Du aber nachher super wieder zurückstellen, gell? Okay. Ja, wir haben Waffen im Haus. Wir sind der Meinung, jeder ist für seine Sicherheit selber verantwortlich. In diesem Clip sind übrigens keine Stundquerbeschädigungen worden. Der Reisekonzern Thomas Cook aus England ist Konkurs. Die Airline Condor ist grounded. Verschiedene Experten gehen davon aus, Thomas Cook sei Konkurs gegangen wegen dem Brexit. Patti Wassler sieht das etwas anders. Patti, was sind denn die wahren Gründe für den Konkurs? Ja, Michael, im Konzern fehlen 200 Millionen Pfund. Es liegt nach dem Brexit zu vermuten. Brexit tönt ja schon ein bisschen wie ein Brechmittel. Brexit. Lässt Kilos purzeln und auch das Pfund. Der Grund fürs Grounding liegt allerdings weniger bei Great Britain, sondern eher bei der Greta Thunberg. Oder wie man auf Schweizerdeutsch sagt, beim Gritli Niesen. Obwohl der Hausberg von Thun eigentlich nicht der Niesen, sondern der männliche ist, aber aus gendertechnischen Überlegungen versucht man da möglichst non-binär zu bleiben. Darum kommt auch Gritli Jungfrau nicht in Frage. Die Rückführung der gestrandeten Touris heisst Operation Matterhorn. Der Schweizer CEO, der Peter Fankhauser, hat also ganz klar mit der Schweiz kollaboriert. Und mit der Klimajugend. Condor hat Flugscham und der Thomas Cook tritt in Klimastreik. Für immer. Die SVP beklagt sich ja ein bisschen über die Streiks während der Schulzeit. Dabei sollte sie gerade froh sein, je weniger dass die Kinder in die Schule gehen, desto eher wählen sie später die SVP. Also, mir persönlich geht ja das Streiken der Glaube an die Jugend zurück. Wenn die weiterhin so fleissig streiken am Freitag, dann werde ich wieder Lehrerin. Jedenfalls, Thomas Cook verschließt nicht die Augen vor den Umweltproblemen. Im Gegenteil, es heisst Cook, Thomas, guck und mach etwas gegen das rasante Artensterben. Nicht, dass es dann heisst, El Condor, passi.
Nein, die Flugis die werden jetzt in der Operation Matterhorn mit Toblerone aus dem Duty-Free gefüllt direkt ins Redui überführt und als neue Kampfschätze für unsere Armee eingesetzt. Und mit dem Kreuzfahrtschiff hätten wir endlich eine Hochseeflotte. Fun Cruiser vom Fun Cruiser. Ja, mit den Gamellen direkt als All-Inclusive-Buffet und bei höherem Seegang brauchst du dann für die Rückführung vom organischen Material ins Meer nicht mehr mal ein Brexit. Und dann wird auch klar, dass Cook ja eigentlich Koch heisst. Man muss die Jungen mit kulinarischen Kampfmitteln weg von dem Klimastreik und wieder zurück in die Rekrutenschule holen. In Bern ist das ja schon lange klar. Man plant die Militärstrategie inzwischen ja am Herd. Ein guter. Der Ständerat wird 6 Milliarden Franken ausgeben für neue Kampfjets. In den Debatten im Ständerat ist es zum grossen Teil um Kompensationsgeschäfte gegangen. Bei so Kompensationsgeschäften geht es darum, dass das Land, das uns die Kampfjets dann liefert, im Gegenzug in der Schweiz muss Geld ausgeben muss. So Kompensationsgeschäfte könnten eigentlich ziemlich interessant sein für die Schweiz. Wenn wir den französischen Flüger Rafale nehmen, dann nimmt uns der Macron dafür die Welschen ab. Wenn wir den schwedischen Gripen nehmen, gibt es dafür für alle Schweizer bis ans Lebensende gratis Köttbullar. Ich persönlich finde, aus Schweizer Sicht spricht eigentlich alles für den amerikanischen FA-18, weil dann fließen alle Kompensationszahlungen in Englischlektionen für Ueli Maurer. I cannot nothing fail to this issue. Neben den 6 Milliarden für neue Kampfjets hat der Ständerat diese Woche auch noch 2 Milliarden bewilligt für neue Flugabwehrraketen, also total 8 Milliarden Franken bewilligt in einer Woche. Die Frage darum an unseren Finanzexperten Ronny Buser aus Laufen. Gibt es hier nicht eine günstigere Lösung? Auf jeden Fall, da fragen Sie den richtigen Elsner. Ja, ich bin ganz klar dafür, dass die Armee keine Saudi ihre Flieger kauft, sondern Brieftüben wieder einführt. Ja, beim Füttern von diesen Tübli einfach 100 kg Brokrömeli mit 50 kg Schwarzpulver mischen. Ja, schon bombardieren die Tübli die ganze Innenstadt lückenlos. Und zwar nicht nur zu Bürozeiten, sondern im 24-Stunden-Betrieb. Herr Buser, wie würden Sie denn zum Beispiel kostengünstiges WEF in Davos schützen? Zu Davos würde die verschneiten Strassen sicher nicht Käse, sondern Maiskörner streuen. Jo, schon versammeln sich Abertausende für diesen Flugratten auf dem Platz. Wenn ein Terrorist mit seinem Flieger Richtung Davos fliegt, lässt einfach zwei Golfen durch die Tübli durchsäckeln, sie flattern in die Luft, da macht jede Turbine schlapp. Stichwort Vogelschlag. Also, nein, Flieger brauchen wir auf jeden Fall nicht. Aber, also, Herr Buser, meinen Sie nicht, wir müssten wenigstens ein paar Flugabwehrraketen kaufen? Also, Herr Elsner, Gopeloni, jetzt überlegen Sie doch einmal. Für das steht doch schon jetzt auf fast jedem Hügel eine Schneekanone. Dazu haben wir ja auch noch unsere Skisprungschanze an der Standort Einsiedler, Kantersteg und St. Moritz. Jo, drückst du Simon Amann einfach ein Sturmgewehr in die Hand. Schon, hast du eine intelligente Bodenluftrakete. Jo, der Bub, der kostet auch nicht 2 Milliarden, der bekommt von 2 Gumpfibrötchen und eine Goldmedaille. Et voilà, schon wieder gespart. Danke vielmals an unseren Finanzexperten, Ronny Buser. Mein Talkgast von heute Abend, er braucht nicht wirklich eine Ansage. Er war einmal Anwalt, Nationalrat, Regierungsrat, Bundesrat. Heute ist er als Redner, als Talkmaster, als Kabarettist unterwegs. Mich nimmt Wunder, was er zu den grossen Themen sagt, die uns gerade beschäftigen, wie der Klimawandel oder der Wahlkampf. Darum habe ich gefunden, lade ich ihn heute hierher ein. Willkommen bei Late Update. Hier ist der Moritz Leuenberger. Hallo Moritz. Schön, dass du da bist. Du bist wirklich ja, ein Tausendsassa. Du hast mir im Voraus gesagt, ich soll dir auf keinen Fall Altbundesrat sagen. Darum finde ich, ich sage dir einfach Kabarettist. Also, du als Kabarettist, Moritz, was hat dich diese Woche am meisten beschäftigt, am meisten aufgeregt? Also, Kabarettist in dem Sinn bin ich eigentlich nicht, oder? Also, ich habe eine kleine, ich finde dich schon kleine Show. Ja, die ist, und dort tue ich ernsthafte Themen diskutieren. Hin und wieder blitzt vielleicht eine lustige Formulierung führen, oder? Aber wegen dem bin ich noch kein Kabarettist, wo jetzt professionell nur lustig ist.
Dazu bin ich viel zu ernster Mensch. Aber ich habe deine Show auch schon gesehen. Also, du hast heute Morgen ja deine Talkshow gehabt, der Bernhard Matinee im Bernhard Theater. Kannst du sagen, was war das Thema denn von deinem Opening-Monolog? Vom Inter, das war schon ein bisschen, die Flugscham oder überhaupt die Scham heute, dass man gar nicht weiss, wie soll man sich eigentlich bewegen. Im Postauto hat man ein schlechtes Gewissen, da würden Subventionen der Kantone weggenommen, der SBB hat ein schlechtes Gewissen. Ich zahle da nur für den Lohn vom CEO und Flugscham sowieso. Oder? Die Tagesschau war im Flughafen, Familieninterview, ob sie sich eigentlich nicht schämen, in die Ferien zu fliegen. Ich gebe zu, natürlich sollte man sich jetzt über das eigene Verhalten Gedanken machen, aber es tut mir dann doch ein bisschen weh, wenn man meint, alles können wir nur beim Endkonsumenten ansiedeln und sagen, es müsste eben in Eigenverantwortung müssten die einfach alle. Und das ist ein bisschen leicht, oder? Mit dem moralischen Fingerzeig immer auf die anderen zu zeigen. Das ist aber schon ein sehr kabarettistischer Ansatz, Moritz. Also, Es ist Realpolitik. Oder? Ich finde auch, es ist schon recht, man soll darüber reden, wie der Einzelne soll sich verhalten soll. Aber nur gerade immer auf die anderen zeigen, ich nicht, er auch. Oder? Das löst das Problem nicht. Es braucht natürlich den Mut für politische Lösungen, für systemische Lösungen, Sachen, die nachher für alle gelten. Und dort ist es dann schwierig, oder? Und dort, das, was für alle gelten, oder? Also ich habe das Gefühl, in der Klimapolitik... Normen setzen, die nachher für alle gelten, oder? Also, dass man sagt, tun nicht so viel fliegen. Ich habe zum Beispiel heute Morgen... Du machst eigentlich schon einen Monolog, Moritz. Ich würde dich gerne als Kabarettist einladen. Du kannst wirklich sogar einen Auftritt machen. Aber ich habe ja bis jetzt nur sehr ernste Sachen gesagt. Natürlich, ja. Aber was hast du wollen sagen? Du hast heute Morgen gesagt... Ich habe zum Beispiel ein Inserat eingeblendet, oder, wo Coop macht Reklame. Wenn man bei uns Wein kauft, jetzt gibt es doppelte Meilen und dann darf man mit der Swiss irgendwo hinfliegen, wo man will. Oder? Und dann redet man von Eigenverantwortung bei den Einzelnen. Aber selber machen wir dann solche Propaganda. Ich meine, Ablasshandel, gut, es ist jetzt eine neue Verwaltungsrätin bei Coop. Es funktioniert, siehst du? Also aber ich habe schon viele Auftritte gesehen von dir. Ein Auftritt von dir ist mir besonders ins Auge gestochen. Und zwar habe ich gefunden, also wirklich, die Nummer hat mich schon fast eigentlich an Charlie Chaplin erinnert. Letztes Element noch, das auch da zur Sprache kommt, das ist Aging. Man wird älter, man zieht sich irgendwo ein bisschen zurück. Sie sind beide noch sehr aktiv, jeder auf seinem Gebiet. Das Thema Alter, Herr Ruggi, mit der Energie, die Sie hier haben, da weit und breit noch keine Altersgebrechen oder irgendwo denken, irgendwo ist dann mal der Rückzug da. Wie gehen Sie mit dem um? Ich könnte nicht hier reingucken, was da vielleicht nicht mehr ganz hundertprozentig funktioniert. Kannst du mir sagen, woher hast du die Inspiration für das Glanzstück? Nein, das war echt. Also, das ist nicht gespielt? Sie haben natürlich nur die letzten Minuten von einem Interview mit dem Mogi gezeigt, wo etwa eine Viertelstunde gegangen ist. Oder? Also, und der Ogi langweilt dich so? Nein, die Fragen von diesem Journalisten. Nein, der Ogi ist überhaupt nicht ein Freund von mir. Nein, das ist. Es ist noch Folgendes: Es sind noch ganz viele andere Journalisten, haben hinter dem Journalisten gewartet und sind ungeduldig gewesen. Ich habe eigentlich im Namen des freien Journalismus habe ich mich geärgert. Das ist sehr schön, Moritz. Also, ich würde gerne noch über ein Thema reden, wo wir auch schon mal zusammen darüber geredet haben, wo ich gerade jetzt so eine Wahlkampfzeit spannend finde. Und zwar ist es Lügen in der Politik. Also, wir gehen immer so ein bisschen vom Ideal aus, auch, dass unsere Politikerinnen und Politiker uns die Wahrheit sagen. Jetzt, du sagst rückblickend über deine Zeit als Bundesrat, sagst du hättest nicht immer die Wahrheit gesagt. Kannst du mir sagen, einen Moment, wo du uns angelogen hast? Also etwas, ich habe es auch schon gesagt, aber ich sage es auch gerne noch einmal, weil es jetzt auch mit der Klimapolitik ein bisschen zu tun hat. Ich bin an einer UNO-Versammlung über Klimapolitik in Dänemark gewesen. Es war eine Katastrophe. Nichts ist gegangen, schlecht organisiert, kein Beschluss. Es war wirklich ganz schlimm gewesen. Gleichzeitig war in der Schweiz das CO2-Gesetz in Beratung. Das CO2-Gesetz, das wir eigentlich schon haben. Das ist zu deiner Zeit entstanden? Ja.
Ich komme herum und werde gefragt, wie, von Journalisten, wie ist der Klimagipfel? Und ich sage, ja, mal, es war gut, mal, das geht vorwärts. Mal, also, das ist, die CO2-Abgabe weltweit die kommt. Warum habe ich das gesagt? Weil ich mein CO2-Gesetz, meine Vorlage, haben wollte retten. Rückblickend muss ich sagen, da ist meine Absicht, das Gesetz zu retten, ein bisschen mit mir durchgegangen auf Kosten der Wahrheit. Weil, wenn ich ehrlich gewesen wäre, hätte ich sagen, nein, also, es war eine Katastrophe. Und so habe ich aber auch gemerkt, wenn man im Amt ist, dann trampelt man so, man ist so überzeugt von dem, was man will, was man sagt, dass man vor lauter Enthusiasmus, dann kommt vielleicht die Wahrheit ein bisschen unter die Räder. Und das sehe ich erst jetzt, als ich Distanz habe und als alter Mann zurückschauen. Oder was. Und jetzt ist es ja verjährt, oder? Das ist, ja. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Danke vielmals, dass du da bist. Ja. Applaus für den Moritz Leuenberg. Nächste Woche bei mir hier bei Late Update, der Mann, wo die Schweizer Politik röntgt, wie kein Zweiter, der Michael Herrmann kommt hierher. Und wenn ihr gerne möchtet, live mal dabei sein, hier im Studio, es gibt Gratis-Tickets bei uns auf der Website. Ja, in kurzer Zeit, jetzt fängt eigentlich die Herbstferien an in vielen Kantonen. Was mich punkto Klima noch wundern würde, woher gehst du eigentlich in die Ferien, Christian Wasserfallen? Ich fliege auf Lugano via San Paolo. Hashtag Flugstolz. Ja, das war es von der einzig wahren Nachrichtensendung der Schweiz. Late Update. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao zusammen.